Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Es sind immer noch mexikanische Wochen, sprich Gericht Nummer 3. Wir machen eine mexikanische Lasagne. Wie die gemacht wird, zeige ich euch jetzt. Was wir brauchen, ist ganz einfach. Also ein bisschen Hack, Käse, habe ich direkt gerieben genommen, hätte ich selbst machen können, war ich zu faul für. Habe auch keine Zeit mehr, bin froh, dass ich das nicht gemacht habe. Wraps, gehackte Tomaten, Kidneybohnen, Mais, Paprika, Zwiebeln, Joghurt, Creme fraiche. Zum Abschmecken, da hinten, habe ich vergessen, Knoblauch und der Paprika-Frischkäse. Beim Abschmecken werde ich dann feststellen, wie scharf das ist oder nicht. Dann kommt vielleicht davon noch ein ganz klein bisschen rein. Aber nicht viel, also wirklich nicht viel. Wisst ihr, bin ich kein Freund von. Und weil ihr alle schon gesehen habt, wie ich schnippel, erspare ich euch das Schnippeln und werde jetzt aber schon mal das Hackfleisch in den Topf tun, damit das anbraten kann. Und in der Zwischenzeit werde ich dann schnippeln. Im Topf ist ein bisschen Schmalz drin. Wie man sieht, auch schon gut erhitzt. So, dann können die Zwiebeln direkt mit dran. Knoblauch kommt dran. Ach, ich hatte den frischen. Egal, zu spät. Jetzt nehme ich den hier. Salz kommt dran. Ordentliche Portion Paprika. Ein guter Esslöffel. Zwei Esslöffel, sorry. Das Richtige gedacht und das Falsche gesagt. Ich habe hier nämlich das Rezept liegen und davon lese ich gleichzeitig ab. Das Rezept ist aber auch für die halbe Menge. Tomatenmark. Auch zwei gute Esslöffel. Schön anrösten lassen. Wenn das Tomatenmark mit angeröstet ist, geben wir es mit unter die Masse. Dann geben wir die Paprika dazu. Mais, Kidneybohnen, Kidneybohnen und Mais bitte die Flüssigkeit vorher abgießen. Ich habe mich für eine klein gehackte Chili entschieden. Die gehackten Tomaten. Und die Frischkäse, Paprika. Von der Konsistenz her ist das super. Da werde ich jetzt also keinen Joghurt mehr dran tun. Ich gucke jetzt mal, wie sich das Ganze entwickelt. Es muss ja jetzt noch ein bisschen köcheln und gar werden. Ich denke mal, eine halbe Stunde ungefähr braucht er, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Dann schaue ich mir das Ganze nochmal an. Wenn das dann zu fest geworden ist, werde ich den Joghurt noch drunter packen. Ansonsten bleibt er so, wie es ist. Aber auch da kann die Temperatur jetzt runter. Nochmal 4. So, die Masse hat lang genug geköchelt. Mal probieren. Oh. Eine
ganz gemeine Schafe im Hintergrund, aber so, dass ich sogar ganz ohne Schwierigkeiten essen kann. Was soll ich sagen? Schmeckt! Und jetzt geht's weiter. Ich nehme erstmal die hier. Das heißt, schön durchrühren. Eine in die Mitte. Wenn ihr ein bisschen hochlappt, ist total egal. Und dann jeweils eine halbe nach außen. So, dann kommt die nächste Schicht. Wieder eine in die Mitte. Zwei nach außen. Zum Abschluss noch den Cheddar oben drauf. So, und so wie ich mich kenne, und so voll wie die Schale ist, ich bin froh, dass ich aber die Schale genommen habe, nehme ich mir noch die andere Schale, damit ich mir nicht den kompletten Herd versorge, Entschuldigung, und stelle die da so rein. Das geht jetzt in den Backofen. Ich schalte es wohl noch nicht an. Eine Stunde bevor die Gäste kommen, also gegen 6, bei 175 Grad das Ganze nochmal warm werden lassen, ziehen lassen. Deswegen habe ich es auch extra gemacht, jetzt schon. Es sind 4 Stunden, bis die Gäste tatsächlich da sind. Das kann jetzt ein bisschen ziehen, dann schmeckt das nochmal so gut. So, den Backofen für die Lasagne stellen wir jetzt auf 170 Grad Umluft. Wenn er dann fertig ist, drehen wir es runter auf 60, 70 Grad, sodass das Ganze warm bleibt und dann kann nachher gegessen werden. So sieht es im Übrigen jetzt aus. Der Käse ist schon geschmolzen, allein von der Hitze des Essens. Ja, wie gesagt, jetzt wird das Ganze nochmal richtig heiß gemacht und der Käse von oben sollte dann auch braun werden. Sieht das nicht genial aus? Und die riecht unglaublich. Also, ich würde sagen, phänomenal. Wenn euch das Video genauso gut gefallen hat, wie mir die Lasagne gerade gefällt, lasst mir einen Daumen hoch da, einen wohlwollenden Kommentar. Ansonsten sagt mir, was euch nicht gefallen hat. Und dann werde ich das versuchen zu ändern beim nächsten Mal. Ansonsten, wie gesagt, bis nächsten Donnerstag. Macht's gut!